Ah, jetzt geht's los. Auf geht's. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Bad Cannstatt. Nächste Station Bad Cannstatt. Ausstieg links. Ja, das ist die Stammstrecke. Eigentlich. Ja, die ist gesperrt. Ja, leider. Ist ja geil. So mache ich die 430 am meisten gerne. Das mag ich ja auch. Ja. That creature sound, was? Ja, sicherlich. Geil. Den werde ich auf jeden Fall Stuttgart Hauptbahnhof aushalten. Quietschi-Sound hat der, geil. Geil, HV-Signal. Unsicherheit. S2 nach Schorndorf.
Nächste Station, Nürnberger Straße. Ausstieg rechts. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Hier ist bald HV-Signal. Hm? Das Ding geht bald. Hm. Guck mal da. Oh, shit. Minisignal. Warnsignal. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Sommerrhein. Ausstieg rechts. S2 nach Schorndorf.
Nächste Station, Fellbach. Ausstieg rechts. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Waiblingen. Ausstieg links. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Die 18. Ja, eins, die 18. Ach, das ist die V-Busse. Ja, das ist mein V-Busse.
Oh, so war was. Hi. Das ist ein Minibus. Guck mal den Bus an. Tschüss. Das ist ja wirklich Minibus. Also eine hatten wir nicht in Berlin gehabt, sag ich dir. Weil Berlin sind die scheißen kann nur Neumodus und Dings. Wir hatten so lange irgendwie nur zwei gehabt. Ich weiß. Und das haben sie ausgemacht, weil Berlin nur modern haben will. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Rommelshausen. Aufstieg rechts. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Stetten-Beinstein. Aufstieg rechts. Bitte achten Sie auf den Abstand und den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante.
viel zu spät. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Endersbach. Ausstieg links. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Beutelsbach. Ausstieg rechts. Muss man nicht mal drücken, wenn die Tür aufgeht. Ich hab nur einen Knopf, ich fahr die Rampe raus und geh nicht alleine auf. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Grunbach. Ausstieg links. Thank you.
drauf von Ziegstürmer, ne? Jetzt reiten wir gleich. Muss ich mir umziehen, ja. Ja. Erst um 6 Uhr ausgemacht, ne? Aber ich würde es jetzt machen, bevor es zum Regen kommt. S2 nach Schorndorf. Nächste Station, Geradstetten. Ausstieg rechts. Ich ziehe jetzt in aller Ruhe um. Und dann kann ich mal um zur. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Winterbach. Ausstieg rechts. Ausstieg rechts. Oh, Dreifraktion. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab überhaupt nichts gemacht.
S2 nach Schorndorf. Nächste Station Weiler Rems. Ausstieg rechts. Was ist jetzt schon wieder los? Der Kumpel von Pia sagt, also jetzt nicht der beste, nicht ihr Zusammenfreund, sondern ihr Kumpel weiß davon was. Weil ich werde jetzt hier beschuldigt und so und jetzt krieg ich wieder alles gegen. Sie hat selber schuld, nicht du. Ja, und ich krieg hier wieder alles gegen den Kopf geschmissen. Und Leute, an Jimmy Suso, dass ihr es gerade erlebt, aber das muss ja gerade geklärt werden, tut mir leid. Weiler. Immer sagen so, Janis. Ich habe nur Schluss gemacht, weil es einfach mir zu viel war mit sie. Sie hat mich gehauen. Ganz frech. Warte mal kurz. Und das Ding ist auch, sie war böse einfach zu mir und da. Und ich soll sie beleidigt haben. Ich hab doch echt einen Knall da oben, ey, wirklich. Entschuldigung, ich hab vergessen, die Tür fast zuzumachen. Nee, ist ja schon entschuldigt. Ich kann gerade nicht anders, eigentlich gerade sehr unpassend. S2 nach Schorndorf. Nächste Station Schorndorf. Unsere Zugfahrt endet dort. Ausstieg links. Eins, zwei. Ey, ich will nur 10. Ich will nur 10. Von Zentralbahn, glaube ich. Zentralbahn? Die war auf jeden Fall blau. Ja, das war Zentralbahn. Oder nee, eben nicht. Was, welche denn? Ah, nee, ist eine E10. Ist aber auch eh, ne? Da stehen auch die ganzen N-Wagen. Oh, diese Lok steht da. Okay. Deutsche Reichsbahn. Oder? Deutsche Bundespost. Ach geil, Deutsche Bundespost. Oh geil. So wurden früher auch, wo es keine E-Loks gab. Ja, so schon ja auch. Aber früher wurden DDR-Zeiten, haben sie hier gemacht. Post, ja, ich weiß noch, das war so geil. Ich will die DDR-Zeit wieder, nicht die scheiß moderne Zeit. Ja. Ich bin hier nur mit dem reinsten Ratium. Schon gesagt, willkommen in Stuttgart. Willkommen in Stuttgart. Oh, guck mal. Ui. Ist das 628? Nee. Nee, das ist nicht der. BRB ist das auf jeden Fall gewesen. Ist BRB-Farbe. Guck dir mal an. Das war ein BRB-Zug. Alter. Hier ist die krasse Scheiße. In Schwäbisch Gmünd bist du ohne Ort stehen, sowas. Da steht die nächste S-Bahn. Ich will gar keinen Küche rauf. Scheiße. Ja, egal. Auf den, na, wir können jetzt wieder Stuttgart Hauptbahnhof fahren und dann haben wir sie. Ja. Aber ich finde diesen Decker so geil. Ach doch, findest du die 30 geil? Ja, auf den Sound natürlich. Ich will mich wirklich. Ich will mich wirklich. Es reicht! Dann mit dem allerletzten Dreck hier rumfahren. Bitte beachten Sie, dass wir die neue Fahrzeuge. Ah, bieten die? Nö, leider. Das machen sie, dass unsere neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch Schrott sind und mit dem Scheiß mit mir rumfahren. Nächster Halt, Schafstraße, auch schick rechts. Was ist Schafstraße für eine Linie? S5. Nicht einsteigen.